So, herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Play Tomb Raider. Wir sind im verlorenen Tal. Das muss auch direkt mal gespeichert werden. Ja. Jetzt werden wir ja feststellen, wir sind ja im Fluss. Standardmäßig wird der Spieler, der das zum ersten Mal spielt, vermutlich einfach ins Wasser fallen. Und feststellen, dass hier eine Strömung ist. Ne? Ihr seht, ich drücke hier keine Taste. Aber ich fahre ja aus dem Wasserfall. Und lande hier unten irgendwo. Im Tümpel. Wenn ich hier rausgehe, dann werde ich direkt von dem Hund begrüßt. Was sind nur? Die sind auch unhöflich. So. Und dann schaue ich mich hier um. Bla bla bla. Ist eigentlich egal, ich brauche gar nicht so tief ins Detail gehen. Ihr seht ja, ich weiß, wo es lang geht und gehe rüber. Hier kommt erstmal noch ein Wolf in die Ecke. Ein Jumpscare-Wolf. Ja. Und dann können wir mal hinten gucken. Ich glaube, hier liegt ein Skelett drin oder sowas. Kann das sein? Oder noch mehr Wölfe? Sowas. Ganz schön viel los hier. Und wir werden feststellen, dass hier hinten nicht weitergeht. Was ist hier los? Warum geht es hier nicht weiter? Überhaupt ist das Spiel ein bisschen fieser geworden. Es hat uns hier zwei, drei Wölfe vor die Füße geworfen, die uns ein bisschen HP abgezogen haben. Aber kein Medikit oder sowas. Ja, weil das Spiel will, dass man hier hochklettert. Verwirrend für jemand, der das zum ersten Mal spielt, bin ich mir sicher. Und hier gibt es dann auch das ersehnte Medikit. Ganz so gemeinsamer dann doch nicht als Entwickler. Ne? So, das speichere ich jetzt bewusst wieder mal, weil ich gerade ganz gut Energie verloren habe. Und hier passiert gleich was Lustiges. Das ist mit der ikonischste Moment im ganzen Spiel. Kann man schon sagen. Und nicht der Raptor, den gibt es auch. Ja, klar. Davon werden wir jetzt auch noch ein oder zwei sehen. Das ist die Haustürklingel. Ich muss mal runter. So, entschuldige die kurze Störung. Ich hoffe, das hat jetzt hier nicht weiter das Spiel beeinflusst. Da kam die Post. Ja, jetzt sollte es aber normal weitergehen. Gerade hier vom Klimax. So, wen haben wir denn da? Mr. T-Rex persönlich. Ironischerweise macht sich Lara da gar kein Hehl draus. Oh. Ja gut, das können wir auch mal zeigen. Das passiert, wenn man den zu nahe kommen lässt. Dann kann er einen Insta killen. Was wollte ich sagen? Ironischerweise ist es für Lara gar kein Problem hier. Also die sucht irgendwelche alten Artefakte und trifft dabei auf fucking Dinosaurier. Und das erste, was sie machen, ist, die mit Blei voll zu laden. Was man so tut als Archäologin oder naja, so, wobei sie, ich glaube, sie hat niemals von sich selber gesagt, sie wäre Archäologin. Das ist immer bloß so was dazu geschrieben wird. So, jetzt machen wir es aber ordentlich. Auch mal die Todesanimation hier sehen. Manche Gegner haben so eine spezielle Animation, wie sie ihn umbringen. Der müsste eigentlich selber auch ziemlich tot gewesen sein, schon fast. Denn der so viel Energie, sag mal. Ich stelle mich wahrscheinlich nur doof an, aber ich würde jetzt schwören können, dass das ja schon mal einfacher zu besiegen war. Oh, wer weiß. Alter, also, komm mal den Gegner hier doch hier umbringen. So, der hat mich diesmal getroffen. So. Und jetzt noch mal das Spielchen hier. Na komm.
wir können ja, wir sind ja hier in der glücklichen Lage, am PC zu spielen. Was bedeutet, wir können speichern, wo wir wollen. So, schauen wir uns hier mal um. Hier gibt es einen Tempel, da sind auch noch zwei Velociraptoren. Deren KI scheinbar ein bisschen doof ist, sonst hätten sie mich schon gekriegt. Ja. Die interessieren mich aber gerade gar nicht so. Ich will dort hinten rein. Was will ich hier überhaupt, ist die Frage. Speichern. Bin ich ein normaler Spieler, weil würde ich mich ja wahrscheinlich nur einfach umgucken wollen. Und wäre aus Zufall hier. Ich weiß, da unten ist ein Velociraptor, deswegen erzähle ich schon mal. So. Dann würde ich mich hier wahrscheinlich nur umgucken wollen. Und würde dann irgendwann hier drinnen landen, feststellen, dass ich hier hochklettern kann. Und wenn man hier hochklettert, dann kann man tatsächlich was finden. Nämlich ein Zahnrad, was halb im Boden steckt. Davon brauchen wir drei. Ich zeig dann auch warum. Ups. Ich bin schon Profi. Ja gut, ich habe ja gespeichert. Also. Die Idee war eigentlich, dort im Wasser zu landen und nicht auf der Kante. Ja. Also nochmal. Ich habe mich ein bisschen in der Sprungweite verschätzt. Ich dachte, es wäre direkt auf dem nächsten Block, aber es ist zwei Blöcke weiter. Naja. Hört auch zum Spiel. Also, viele Leute behaupten, es wäre bockenschwer, aber tatsächlich ist es so, dass man ja an jeder Stelle speichern kann und damit geht es eigentlich. Das ist jetzt nicht übermäßig krass, das Spiel. So, ich speichere trotzdem nochmal. Ja. Und dann sterbe ich nochmal, genau. Nur der Vollständigkeit halber. Da jetzt aber ordentlich. Oh nee. So. Jetzt aber. Kannst du keinem erzählen. Ich würde es rausschneiden, aber mache ich nicht. Ihr könnt ruhig sehen, wie ich verkacke. So, jetzt sind wir hier wieder im Tal. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Und wir werden feststellen, da rechts oben ist eine Plattform. Da kann man vielleicht hin. Oder vielleicht. Ah, klar kann man da hin. Man muss ein bisschen sich geschickt anstellen, aber man kommt da ohne Probleme hin. Nicht ganz der Körperklaus ist, so wie ich. Ja. So, machen wir mal ordentlich. Ups. Hier hoch und dann können wir da drüben tatsächlich auf dieses Dach von dem Tempel und haben ein weiteres Secret gefunden. Medipack, Magnum Munition, noch mehr Uzi Munition. Hier oben ist eine wahre Goldgrube, wenn man so will. Ich glaube, es gab noch was. Ja, Schrotflinte, genau. Nehmen wir auch mit. Die Schrotflinte werden wir auch bei Zeiten sehen. Kann ich hier runter, ohne mich umzubringen? Ja. Geht. So, apropos Tempel, da gehen wir direkt mal rein. Bin mir gar nicht sicher, ob es hier drin auch einen Raptor gab. Ich hoffe nicht, weil meine Energie sieht nicht mehr so gut aus. Ich könnte jetzt wohl ein Medipack nehmen, aber ich geize lieber. So, und dann machen wir hier mal einen Köpfer rein. Köpfer. Und springen hier runter. Schön. Da liegt ein Zahnrad. Ja. Mehr gibt es im Wasser auch gar nicht. Einfach nur ein netter Pool. Ja, dann können wir hier schon wieder raus. So. Und das letzte Zahnrad ist, wenn man hier rechts an der richtigen Stelle reinkrabbelt.
da bin ich schon vorbei. Da oben. So, kann ich euch auch noch was Lustiges zeigen, wenn man nämlich beim Hochklettern die Shift-Taste drückt. Haben sie eine kleine Spezialanimation verbaut. Total überflüssig und total langsam. Aber man kann es machen. Auch dieses Level hier wird verglitscht, ein bisschen lustiger. Ein bisschen schneller. Hier machen wir Folgendes. Ich werde mich vorsichtig bis hierhin allein. So. Und zack. Der Sprung ist ein bisschen knapp, da muss ich den ausrichten. Und hier liegt tatsächlich schon das letzte Zahnrad. Hier können wir wieder runter. Dann verlassen wir dieses unglückselige Tal. Wo wir den letzten T-Rex seiner Art zerlegt haben. Was tatsächlich nicht stimmt. Tomb Raider 2 hat noch zwei T-Rex und Tomb Raider 3 hat auch noch mal einen. Nee, hier ging es nicht hoch. Hier geht's hoch. Na, bist du? Jetzt. Steuerung ist manchmal ein bisschen seltsam. Ich muss ein bisschen aufpassen wieder wegen meiner Energie. Wenn ich hier irgendwo einfach spontan runterspringe, ja, kann es sein, dass es mich umbringt. So, dann mache ich jetzt einfach einen Speicherstand. So, jetzt wollen wir eigentlich wieder zurück zum Anfang. Ja, bist du. Ja. Hier ist wieder der schöne Wasserfall. Und wir gehen einfach mal hoch. Hier gibt es auch eine Abfolge von Bewegungen, wie man das schneller lösen kann, als ich das jetzt mache. So sollte es nicht sein. Ja, jetzt muss man die Strecke nochmal machen. Oder ich lade. Okay. Das hat jetzt nicht viel Zeit gespart. Naja, gut. Das gehört halt dazu. Das ist auch ein bisschen fair gemacht von den Designern, weil ich meine, die könnten ja den Fluss auch aus irgendwas Tödlichem machen, die könnten da Stacheln hinbauen oder wie auch immer. Stattdessen muss man einfach die Route nochmal gehen, die man kommen muss. So, ich speichere euch hier nochmal. Nur für den Fall. Einfach um uns Unannehmlichkeiten zu erleichtern. Oder zu ersparen. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist, wenn ich zu spät die Alt-Taste drücke, dann springt sie zu spät. Oder wenn ich einfach losrenne ohne Sinn und Verstand. Dann fällt natürlich in so Wasser. So, jetzt aber. Das war auch fast wieder unnötig. So. Und hier kann ich nicht im Sprung rüber. Ja, da fällt ins Wasser. Ja. Was lange währt, wird gut. Naja, ich will ja das gleichsam casual als auch ein bisschen glitchy machen. Insofern war vielleicht eine ganz gute Mischung hier. Ja. Und dann sieht man schon was Interessantes. Wir können dort langhangeln und links eventuell in die Wasserfälle rein. Und gerade vor uns sind Zahnräder. Die interessieren mich natürlich besonders, weil kann ich das Zahnrad einsetzen. Zack. Mal einen Sprung zur Seite. Dann können wir das hier einsetzen. Bist du? Jetzt. So. Und dann setzen wir das hier noch ein. Tatsächlich links ist ein Hebel an der Wand. Wenn man den zieht, dann drehen die. Und man sieht auch, dass nicht alle drehen, wenn nicht alle Zahnräder eingesetzt sind. Also das Spiel gibt ihm schon diesen visuellen Hinweis, dass da was fehlt. So, hier sind aber alle Zahnräder drin und irgendwas ist passiert. Ich weiß noch nicht was, aber es ist was passiert. Aber jetzt folgen wir erstmal der Spalte hier.
Oh, wo wird das hinführen? Mein Lieblingsgeräusch. Liegt einfach so ein Babypack. Mitten im Wasser. Verrückt. So. Hier kann ich jetzt ins Wasser springen. Und was ist passiert? Oh, hier ist eine Tür zugegangen. Das ist interessant. Ja, tatsächlich haben wir den Fluss umgeleitet. Der fließt jetzt nicht mehr geradeaus zu dem Wasserfall, sondern hier links rein. Und hier liegt die Schrotflinte. Ja, die nehmen wir mit. Dann können wir hier noch dem Fluss folgen. Würde ich auch jedem raten. Das kann ich gar nicht machen. Nee. Doch. Ja. Man muss einfach dem Fluss hier nachfolgen. Jetzt hier lang und hier lang. Also ein bisschen verkorkst. Interessiert mich gar nicht. Ich will bloß hier hoch. Hier würde man ohne das Wasser gar nicht reinkommen. Hier ist nämlich noch ein Secret. So. Munition. Medikit. Und noch mehr Munition. Da. Und jetzt sind wir hier. Und wie ihr seht, da unten war der Fluss vorhin. Ich mache mal mit Anlauf hier raus. Hier ist wieder der Level-Eingang. Da hinten ist die Tür. Hier sind wir hergekommen. Und jetzt könnten wir mal sehen. Ich mache mal was Riskantes, ohne zu gucken. Ich springe einfach mal über die Kante. Hab's überlebt. Ja. Und wie ihr seht, hier war vorne noch der Wasserfall. Da ist jetzt eine Höhle frei. Das ist der Levelausgang. Oh, an der Oberfläche schwimmen ist übrigens arschlangsam. Aber spielt keine Rolle. Jo. Und das war das Lost Valley. 12 Minuten. Oh. Moment. Ich muss nochmal laden. Ich habe nämlich zwei Secrets vergessen, sehe ich gerade. Ja, da fällt mir auch direkt ein, welche ich direkt vergessen habe. Nämlich gibt es in dem Tal mit dem T-Rex noch zwei Stück. Ah, die muss man da nochmal kurz hin. Ja, ich strecke das Let's Play, ich weiß. Das wird auch nicht besser, weil logischerweise ist das so, wenn man in der Vergangenheit dieses Spiel gespielt hat, dann hat man die ersten Level öfter gespielt als die letzten, weil irgendwo ist man dann immer in der Mitte abgestorben und hat dann die letzten Level meistens nicht mehr mitgenommen. Deswegen wird es bei mir auch so sein, dass ich die letzten Level wahrscheinlich ein bisschen länger brauche als hier die ersten. So. Auf jeden Fall ist ein Secret. Kurz schauen. Es gibt hier mehrere Nischen. Ich glaube, man musste von da oben irgendwie hin. Und da oben in dem Wasserfall ist auf jeden Fall eins drin. Ja. Und die Designer auch schon dran gedacht, dass man so durch kann. Man sieht so ein bisschen, aber man kann es gelangt nehmen. Ja, die müsste ich mir eigentlich hochziehen können. Warum macht sie das nicht? Einen Moment. Manchmal ist das Spiel ein bisschen glitchy. Oh, das merkt sich jetzt auch bei dem. Oh, shit. Nochmal. Ja, jetzt geht's. So. Bisschen Sportmunition. Und nochmal machen. So.
brauchst hier. So, zum Glück ist hier Wasser. Boah, jetzt muss ich mal meinen Kopf anstrengen. Ich kann sogar sehen, dass das da war, das andere Secret. Wie kommt man da hin? Ah, hier. Okay. Schon erledigt. Genau. Da waren sie, die beiden. Also haben wir noch mal 2 Minuten Umweg hier gemacht. Hier flackern schon die Texturen vor Freude. Jetzt sollten wir aber alles haben. So. Ich freue mich ehrlich gesagt auch schon auf die weiteren Teile. Ich würde es gerne bis Teil 3 mit euch durchspielen. Oder vielleicht sogar bis Teil 5 mal schauen. Und tatsächlich ist Teil 2 wo ich mich am meisten auskenne. Und Teil 3 ist aber mein Lieblingsteil. Der hat auch ein paar der schwersten Level, definitiv. Ja, das ist eine richtige Challenge. Und da werde ich auch wahrscheinlich nicht machen, dass ich irgendwie ja, so eine Sache mache wie irgendwelche Speedrun-Sachen. Aber hier können wir das ruhig machen. Der erste Teil ist chill. So. Also, auf geht's. Ja. Hier wieder so ein typischer Fall vom Bodentrigger. So, 5 von 5 Secrets. Geht doch. So, ich speichere. Und dann machen wir jetzt den Speedrun. Der Speedrun hier, der ist speziell. Also ich weiß, der ist immer speziell, aber in dem Fall ist es halt es geht gut los, ne? So macht man den Speedrun. Von Start zu Finish. Ich lasse das alles drin. Naja. Jetzt aber. Ja. Ich nehme mal das Medikit mit. Nur für alle Fälle. Na, musst du? Ich weiß, es ist dann schon nicht mehr Speedrun, weil man lässt das ja normalerweise liegen, was man nicht braucht. Und ein Ressourcenmanagement ist auch ein wichtiger Teil, aber wir machen das jetzt einfach mal. Und so, der größte Glitch ist hier schon hier an der Stelle. Man springt hier auf diesen Block. So. Geht einen Schritt zurück. Und wenn ich hier gegen springe. Ah, verdammt. Nochmal sehen, ob es geht oder ob der T-Rex schon ran ist. So. Da hat noch geklappt. Dann kann man sich hier nämlich hochglitschen. So, an der Stelle mache ich mal einen kurzen Safety-Save. Weil ab hier wird es ein bisschen knifflig. Ich muss jetzt hier rüber springen. Nochmal springen. Und hier reinspringen. Und das hat geklappt. Sehr schön. So, dann gehen wir hier. Den Kollegen hier können wir ignorieren. Ja, ja. Könnten wir ignorieren. So. Sehr schön. Hier hoch. Und hier hin. Und so. Und dann haben wir schon das zweite Zahnrad. Und das dritte wird auch wieder ein bisschen knifflig. So. Diesmal pralle ich nicht mit dem Kopf dagegen. Ich werde gleich. Ich mache nochmal ein Safety Safe. Weil, wenn hier der T-Rex auf mich wartet, bin ich tot. Er wartet ja aber nicht. Ah, der wartet da. Ist mir eigentlich egal.
Solange wir angerannt kommt, kann man ihm ja aus dem Weg gehen. So, jetzt wollen wir in diesen Tempel dort rein. Kennen wir auch schon. Die Raptoren sind ultra nervig. Ja, zum Glück habe ich ein Safety Safe, weil ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Ja. Also, nächster Versuch. Zack, raus hier. Und. Aber wir gehen einfach mal links lang, wenn der T-Rex rechts ist. Also die schnelle Route ist rechts lang, logischerweise. Man möchte ja auf dem kürzesten Weg ins Ziel geraten. Aber dann ist das jetzt so. So. Und mir kommt es ja auch nicht auf die 100. Sekunden an. Ich will eigentlich nur das Level für meine Verhältnisse schnell genug beenden. So. Und da haben wir schon das dritte Zahnrad. Na komm. Nimm mit. Das macht doch den Unterschied zwischen so einem Amateur-Speedrunner wie mir aus und dem Profi. Und bei dem Profi wird halt auf jede kleinste Bewegung Wert gelegt und dass jeder Sprung sitzt, um hier und da noch ein paar Hundertstel rauszuholen. Kannst du ja bei mir vergessen, ich verkacke so viele Sprünge und alles, dass ich zu langsam bin. So, du brüllst, das ist gut. So. Was nicht gut ist, ist, dass du mir so eng auf der Pelle rückst. Ah, er brüllt nochmal. So. Jetzt muss ich es nur noch lebendig bis da oben drauf schaffen und dann ist der Part schon erledigt. So. Mal ganz kurz was checken. So, wenn ich jetzt hier runterspringe. Ah, okay. Hier wäre irgendwo eine Slope, wo man noch ein bisschen Zeit rausholen könnte. Auch solche Kleinigkeiten sind der Unterschied zwischen einem Amateur wie mir und einem Profi. So, wir rennen hier hoch. Hier hoch. Rennen hier hoch. Zack. Dann. Ups. Machen wir einen kleinen taktischen Fehler, der mich einen Haufen Zeit kosten wird. Ja. Also mal Dinge, die man nicht machen will. Ja. Weltrekord wird das sowieso nicht, ist ja klar, logisch. So. Also. Hops. Alter. Ich werde mich noch umbringen, wenn es weitergeht. So. Jetzt mache ich hier oben einfach noch mal ein Safety Save und dann machen wir diesen Parcours ohne Fehler. So. Dann kann ich nämlich einfach. Ach guck, jetzt klappt es nämlich. So. Normalerweise müsste man da nicht in die Hocke gehen, aber in dem Fall mache ich es halt. So, also, die ist wieder hier gesprungen. Also ich schwöre, ich habe gedrückt. Ich habe auch rechtzeitig gedrückt. Der Anlauf hat gereicht und eigentlich hätte es klappen müssen. Na sag mal. Das muss ich gleich hier speichern. Ich hoffe, das ganze Rumgelade geht euch nicht zu sehr auf den Sack. So, nochmal. Ja, toll. Oh, was man hier an der Stelle machen kann, ist das, was die im Speedrun-Genre Slang gerne mal Banana Jump nennen. Man geht hier an die Kante, ich speichere das auch direkt nochmal, gehe ein Stück zurück und jetzt kann man sich ein bisschen so ausrichten, so würde ich sagen. Nach rechts zurück. Ah, nicht geschafft. Moment, nochmal. Deswegen habe ich gespeichert. So. Und das hat nicht geklappt. Ne, das ist auch nicht. So, nämlich, genau. Da überspringt man auch ein bisschen was. Das spart natürlich nur Zeit, wenn man es direkt schafft und nicht so rumdämpert wie ich.
So, Zahnrad rein. So. Zahnrad rein. Zahnrad rein. Und Hebel ziehen. So. Dann kann man überlegen, ob man noch die Schrotflinte mitnehmen sollte. Ich würde sie jedem empfehlen, weil die braucht man ja für den Kollegen, der dann da auf uns wartet im nächsten Level. Habe ich schon gespoilert? Ja, ich habe schon gespoilert. Aber macht nichts. So. Und jetzt können wir tatsächlich speichern nochmal, weil der Sprung ist auch ein bisschen risky und ich weiß nicht, ob ich ihn schaffe. Hier so rüber. Ja, ich habe es nicht geschafft, ist nicht schlimm. Hier raus. So. Und das war schon das Tal. Ja. Ja, dann danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir das Grab von Qualopec machen.